Ich treffe mich hier mit Kikska Nebraska und zwar treffen wir uns in einem Fotostudio. In diesem Fotostudio kann man nämlich sein Porträt aufnehmen lassen, speziell für sein Online-Profil. Das scheint also nachgefragt zu werden und ist auch Thema gleich bei uns im Gespräch. Aber meine erste Frage an dich, Kikska, ist, kann man denn online eine ganz andere Person sein oder sich ganz anders darstellen, als man offline eigentlich ist? Das ist eine super Frage. Aber vorher würde ich sehr gerne erstmal versuchen zu erklären, wie sich digitale Identität überhaupt bildet. Laurel Pepworth hat sich dazu Gedanken gemacht und die hat so einen Kreislauf gebildet. Das heißt, sie fängt an, indem sie sagt, das Profil wird angelegt. Es wird erstmal ein Profilfoto ausgewählt und hochgeladen. Dann wird ein bisschen über mich, also über die Person, eine Bio geschrieben, meistens ganz kurz, so 140, 160 Zeichen, wo ausgesagt wird, welche Themen man steht und für welche Richtung das inhaltlich ungefähr gehen soll. Und danach erst beginnt die nächste Ebene, mit der die Identität dann ausgebildet wird. Das heißt, in dem Moment, wenn ich anfange zu kommentieren, auf andere zu reagieren, indem ich Likes verteile, zum Beispiel bei Facebook, kommt Bewegung in das Profil hinein. Und so eine Art Vertrauen und Reputation im Netz entsteht dann, wenn die Leute darauf vertrauen können, dass es von gleichbleibender Qualität ist. Das heißt, wenn meine Beiträge immer von ähnlich guter Qualität sind und das nicht zu sehr schwankt, also dass ich nicht völlig hin und her kommentiere, ganz wild auf den einen Tag so und am anderen Tag ganz und gar anders. Heißt das denn jetzt, dass ich online jemand anders sein kann als offline? Die Frage ist ja nicht, ob man online jemand anderes als offline ist, sondern eher, wie viele Identitäten jemand überhaupt hat. Weil für mich ist es nicht so in Stein gemeißelt. Identität ist etwas sehr Fluides, sehr Bewegliches. Chris Poole, der als Mood-Erfinder von Fortune ist, einer großen Internetplattform, die sehr erfolgreich war, hat das einmal so formuliert, dass Identität prismatisch ist. Das heißt, er vergleicht die Identität mit einem geschliffenen Diamanten. Die Internetplattformen würden die Identitäten der Menschen gern eins zu eins spiegeln, so. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, dass je nachdem, welche Rolle ich einnehme, das wie die Facette eines Diamantens ist. Je nachdem, ob ich jetzt als Profilagentin agiere oder als Mutter oder als Digital Media Woman, guckt man von einem unterschiedlichen Blickwinkel in diesen Stein hinein und es bildet sich eine ganz andere Facette da. Und insofern denke ich, ist es beweglich und ganz unterschiedlich. Es ist nicht eins zu eins. Online-Identität heißt ja auch ganz viel, wie man sich selbst darstellt. So, aber was heißt eigentlich dieses Selbst? Wie bildet sich das denn? Das Selbst besteht aus drei Komponenten. Das ist einmal das, wie ich denke, dass ich bin. Dann als zweite Komponente, wie mein Gegenüber denkt, dass ich bin. Und als dritte Komponente kommt dazu, wie ich denke, dass du denkst, dass ich bin. Es sind also ein Zusammenspiel von drei Faktoren. Und in der Schnittmenge, das ist das, was das Selbst ist. Das ist sehr fluide, das ist nicht festgelegt, sondern das ist immer in Bewegung. Und dieser Ablauf, diese drei Komponenten, das findet online genau wie offline statt. Das heißt, der Prozess ist genau derselbe. Da ist kein großer Unterschied. Der Punkt ist jetzt, dass das manchmal natürlich auseinanderfällt. Es gibt einige wenige Ausnahmen, in denen das stark auseinanderfällt, wobei Menschen, bei denen das Online-Verhalten doch deutlich von dem Offline-Verhalten abweicht. Das erzeugt aber Stress und 95% aller Menschen versuchen, Stress zu vermeiden. Und deswegen ist das Verhalten online wie offline meistens sehr deckungsgleich, weil das Streben nach Harmonie geht, damit sie es in Einklang bringen.